Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Letztes Mal haben wir unseren Ikran bekommen und ich habe nicht hier gespeichert, aber wir werden uns schon zurechtfinden. Mal sehen, ob ihr noch rufen könnt. Ah, das klingt doch gut. Wo ist er denn? Da ist er. Wunderbar, dann gehen wir gleich, sobald... Ja, würde ich auch mal sagen. Gut, dann ab in das Questmenü und dann schauen wir mal, was wir machen können. Special Delivery, locate Louis de Lucas Aircraft. He was flying to near the southern area of the Boundless Range. His last transmission was near Solitude Station. Okay, dann fliegt man da mal hin. Mal schauen, wo das hier überhaupt auf der Map ist. Die Bellsprigs haben wir da. Die haben wir noch nicht. Hier ist ein Sapling. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Erstmal den Wegpunkt wegmachen. Okay, hier sind wir, glaube ich. Komisches Icon dafür. So, Questziel. Resistance Headquarters, das können wir dann auch bald machen. Trotzdem ist hier das Quest. Special Delivery, das klingt richtig. Dann setzen wir einen Wegpunkt hin. Jetzt können wir hinfliegen. We should get going. Hope the Aranahe Hunters agreed to help us. I bet you've seen those nasty RDA balloons, haven't you, girl? I'm not so sure we can take them out alone. Oh, ich bin mir sicher, dass ich das hinbekomme. Okay. Mein Ikran ist hungrig, das geht hier gar nicht. Fatty Meat. Reicht es? Oh. Habe ich eine Waffe? Ja, würde ich mal behaupten. Das ist aber nicht so leicht. Vielleicht die Schrotflinte. Das sieht schon deutlich besser aus. Wo ist denn der andere? Eieiei. Ein Glück habe ich die Schrotflinte. Ja, ist cool, dass es auch Luftkämpfe gibt. Das wusste ich noch nicht. Und ich habe einen Ubisoft Connect Experience Points earned. Und ich habe Units verdient. Ist das nicht schön? Vielleicht hätten wir runtergehen sollen und die looten. Naja, macht hier nichts. Hey, ich dachte, ich hätte ihn gefüttert. Was will der denn? Ah, ich muss F gedrückt halten. That's your favorite, isn't it, Pop? Ah. Das ist mir, glaube ich, am Anfang auch passiert. So, irgendwas Interessantes hier in der Nähe. Was ist denn das hier? Irgendwas leuchtet da. Ich sehe leider nicht was. Ich kann trotzdem mal hingehen. Vielleicht wieder so eine Bellsprig. Vorsichtig. Oh, hier ist doch was. Ah, das ist faszinierend, dass man fliegen kann. Nicht mehr überall hochkraxeln. Ich bin dir so dankbar, mein kleiner Ikran. Jetzt können wir tatsächlich mal ein bisschen Strecke hier machen und Quests erledigen. Ohne dass die Hälfte der Zeit fürs Wandern und Verlaufen drauf geht. Ah, ich schätze, wir müssen gar nicht hoch. Der Wegpunkt ist ja hier hinter. Aber was für eine Sicht. Boah, weiß zwar nicht, was das für drei Planeten sind. Also das ist, glaube ich, ein Planet. Das könnte ein Mond sein. Keine Ahnung. So tief bin ich nicht drin in der Lore. Da ist Feuer. Auf das Feuer zu. Hey, ich dachte, wir sind schneller. Naja. Wir werden ankommen. Eine komplette Bruchlandung würde ich jetzt ungern hinlegen. So. Nee, das Mountain würde ich nicht. Ui, das ist aber... Das hatte ich nicht erwartet, dass hier alles Feinde sind. Nächstes Mal landen wir nur in der... Ja, also beim zweiten Versuch landen wir da wohl nur in der Nähe. Das versuchen wir gleich nochmal. Das war auch ein bisschen blauäugig. Oh, wir sind ja in der Nähe. Das ist ja wunderbar. So, schön den Minenwerfer auspacken. Meine Lieblingswaffe. Immer noch. Vor allem gut gegen die Mechs.
Uiuiuiuiui. Haben die einen Bums drauf? Schön auf die Waffe zielen. Ich glaube, das bringt Schaden. Und dann. Sehr gut. Auch hier auf die Waffe, dann kann er uns zumindest nicht mehr so verletzen. Was ist denn das? Ich glaube, ich habe keine Deckung. Das wird eins der Probleme sein, aber dass ich mal hier so im Spiel so auf die Nuss krieg, auch nicht schlecht. Muss ja auch mal lernen. So, jetzt aber. Weg mit dem Mech. Das ist zumindest die Gangart, die ich gerne fahren würde. Ich dachte, hier wäre noch eine andere. Oh, Z-Taste zum Heilen ist auch irgendwie suboptimal. So, Pfeil und Bogen. Nein, die Chopper. Schrotflinte reicht wohl nicht so lang. Blendgranate. Uiuiui. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt geht's wieder. Mal mit dem Sturmgewehr ein bisschen nachhelfen. Schön auf die Flügel. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ja, haben wir noch hinbekommen. So, jetzt regenerieren. Und hoffen nicht zu sterben. Ich glaube, ich sollte auch mal was essen. Mensch, ist das ein Gefecht. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Alle tot? Alle tot? Alles gut. Gut. No sign of the pilot. Better look around. Was ist denn das hier? Kann ich nicht mal scannen, okay. Dachte, das leuchtet mich so schön an. Dann kann ich es ja bestimmt verwenden. Aber anscheinend nicht. Eine Mine, die kann ich noch aufnehmen. Das ist sehr gut. Die sind nämlich nicht gerade billig. No blood inside. Where did the pilot go? Da habe ich auch keine Ahnung. So, her mit der Mine, bevor ich die noch im Gras liegen lasse. Muss ich wieder Clues verlinken? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich anscheinend ausgehen. Oh, das sieht danach aus. Komm schon her mit dem Scrap. Was will ich mit Stun Grenades? Achso, die könnte ich auch mal werfen. Und du bist ein AMPS-Volt. Ich habe ihn noch nicht gelootet. Und hier sind Heilpflanzen. Ich glaube, die braucht man. Ah, die sind polluted. Ja, aber nicht gut. Wo sind denn unpollutete? Naja. Irgendwas noch zum Looten. Hier auf jeden Fall der Container. Und noch eine... Ah, ja. Doch, Clues verlinken. Womit verlinke ich dich denn jetzt? Mit dem Parachute? Hm? DeLuca ejected during the crash. Sehr gut. Pilot ejected but was injured. Can use the smell of antiseptic to track him down. Reicht das jetzt nicht an Clues verlinken? Das ist nicht so eine gute Mechanik, wie die denken, dass es ist. Ein bisschen wäre ja okay, aber... Covered in purple trees. Ist das nicht eine andere Quest, die gerade ausgewählt wurde? To build a home, a meal in the memory. Hier, Special Delivery. Bitte lass sie doch ausgewählt. The Essen Trail starts at the Scorpion Crash Site. Das ist ein Cent? Ja, das ist ein Cent. Sag mir das doch. Wieso mache ich das nicht gleich mit dem Cent? Also, den muss ich einfach hinterher. Gut. Das heißt, erstmal nicht daraus, sondern hier ein bisschen was nachcraften. Ja. Mal Granaten wieder voll machen. Pfeile wieder voll machen. Das ist ja wunderbar. So, ich glaube, da gehen wir zum Fuß. Hier ist Wasser, da komme ich eh nicht weit. Ah, da geht er weiter. Also hat das übers Wasser doch nicht komplett neutralisiert den Geruch. Das ist schon mal gut. Und hier sind hoffentlich Unpolutete. Ja.
Ich brauche unbedingt das Perk, wo ich noch einen so ein... Gab wohl nur hier diese eine Stelle, die unpolluted noch ist. Kann ich das Perk schon freischalten, wo man mehr Health bekommt, mehr Health tragen kann? Health Pouch Capacity Increased by 1. Das receiven wir auf jeden Fall mal. Und drei Perks haben wir noch. You gain an additional 50% of your base energy. Eating raw food, food ingredients replenishes twice as much energy. Okay. Your base health increases by 120. Dafür haben wir nicht genügend Punkte. Unlock previous skill. Okay, den müssen wir. Resistance against fire, poison and electricity is increased by 30%. Dann nehmen wir doch das erstmal. So, wir haben noch einen Skillpunkt. Lässt sich damit was anfangen? Vielleicht im anderen Skilltree noch. Deal plus 15 Damage to Attack Enemies, aber selbst das braucht 2. Was haben wir denn noch? Das braucht ja fast alles 2. Crouching, no noise, brauche ich nicht. Duration of Food Buffs increased um 25%. Das ist gar nicht so schlimm. Memories of the Rider sind jetzt freigeschalten. While riding on the your Ikran, wir können A und Shift oder D und Shift nutzen, um eine Barrel Roll, so ein Ausweichmanöver zu machen. Das schalten wir doch mal gleich frei. Das ist ja wunderbar. Und jetzt hier mit dem Hilfe-Item. So, weiter geht's. Geruch liegt noch in der Luft. Mal sagen, gehen nach. Hoffentlich müsste man nicht so weit laufen, sonst hätte ich ja meinen Ikran verwenden können. Was bist du denn hier? Merkwürdig. Kann ich dich nicht inspekten? Irgendeine Art von Schildkröte? Keine besonders lebendige. Oh, da sind schon wieder diese Viecher, die ich nicht leiden können. Die mich nicht leiden können. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Weg, 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 weg. Greift mich doch nicht an. So, alle fertig. Alle fertig. Und hier wäre auch noch eine unpolutete gewesen. Interessant, also irgendwas Verschmutztes da. So, der Scent geht hier lang. Wie wir deutlich sehen, wieder. Ja, oh, muss ich wieder klettern. Nee, in die Höhle rein. Can't be far. Inside a cave, maybe? Oh, da ist doch jemand. Wer ist denn das? Hallo? Don't move. I'm on your side, I think. Glaubst du das? Das kann man ja nochmal überprüfen, aber erst nachdem ich gelootet habe. Ja, mit den ganzen Spare Parts. You must be Louis De Luca. And you must be a friend of Priya Chen. I heard the fighting out there. Damn, was that you? Yes. Ich glaub mal. The RDA is gone. You're safe now. I'm a human on Pandora. I think safe is relative. Priya, I'm here with Louis. He's alive. Yes, I think I've been holding my breath for an hour straight. Any chance he has some medical supplies with him? I mean, I'm happy either way. It's just, that'd make me double extra happy. No worries. They're secure. Awesome. I'll tell Anka to go get Louis right away. Everyone's psyched to meet him. Priya's sending someone to pick you up. You know, I think Anka will appreciate having another pilot around. Yeah, about that. I never actually said I was a pilot. Told Priya my plan, and she assumed. Didn't you fly here? Technically, I crashed here, but hey, not bad for a first attempt. Assistant, this film too. You're still alive. Look, I didn't lie exactly, just didn't correct her. I figured she'd be more interested in helping a flyboy than a meathead on latrine duty. I just hope she'll be in a forgiving mood when she sees the stuff I brought. Well, pilot or no, I'm sure the Resistance will be grateful for your help. I'll wait here for pickup. If I were you, I'd grab anything useful from the crash site before the RDA comes back for another round. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Payment for saving my ass. Was für ein Vollidiot. Irgendwas noch hier? Ich glaube nicht. Wieso hat er denn noch mal ein Icon? Look, I'd much rather you handle this yourself, okay? You're clearly better equipped than me. Aha.
Also den kann ich nicht ausstehen. Fliegt der einfach, obwohl er nicht mal fliegen kann? Wieso bin ich denn jetzt wieder in so einem Missionsgebiet? Keine Ahnung. Ah, wir müssen doch zurück zur Crash Site. Dann machen wir das. Hä? Ist die Quest noch nicht zu Ende? Bin gerade irritiert. Stand hier immer noch dran. Ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, mit dem Ikram hinzufliegen. Ist ja gleich da drüben. Wir versuchen es trotzdem. Ja, mein kleines. Auch für Kurzstrecken ist das sehr ökologisch. So, wollen wir nochmal landen. Und sicher, dass ich hier alles habe. O für den Questlog. Das ist auch eine interessante Taste. Special Delivery ausgewählt. Wo soll ich die retrieven? Ah, das hätte ich doch gleich machen können. Beastmaster Shotgun. Eine Superior Shotgun. Skillpunkt gibt es kostenlos dazu. Und die Quest ist jetzt fertig. Ich frage für einen Freund. Okay. Oh, für einen Questlog. Finglor Forest. Achso, da. A Meal and a Memory. Haben wir die schon? Pin. Ich pin die beide mal. Toll, das bringt mir aber nichts. Ja, was soll's. Hab jetzt keine Lust auf die Story da. To build a home. Jin Yang is worried about his wife, Daniela. Search for Daniela to reassure Jin Yang. Gut, das können wir meinetwegen machen. Aber wir mounten erstmal und dann. Achso, kann ich die wieder entpinnen? Oh, wir haben hier gleich ein Field Lab in der Nähe. Wegpunkt ist gesetzt. Da fliegen wir auch hin natürlich. Müssen wir wahrscheinlich wieder an Strom anschließen. Krieg ich hin. Denke ich mal. Wenn wir schon hier sind. So, aber erstmal will ich tatsächlich die das Gemüse rechts anpinnen, sonst F anpinnen, F anpinnen. So, sonst wird es da eine ganze Weile bleiben. Das ist auch ein Quest-Ding. Okay, interessant. Was war denn die Taste 5? Okay. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Wahrscheinlich erst nach draußen. Frequenz einstimmen. Wunderschön. Dann hier Frequenz einstimmen. Und... okay. War das noch nicht richtig? Ah. Ich verstehe halbwegs. Müsste man das jetzt einfach nochmal machen? Ich bin wieder verwirrt. Okay, das schaltet die um. So viel sehe ich. Aber was bringt das Umschalten? Und vor allem, wie kriege ich beides gefixt? Oder muss ich es erst hier leiten? Tatsächlich bin ich überfragt. Schauen wir mal. Ah, jetzt leuchtet das. Okay. Das sieht doch gut aus. Hätte ich ja gleich so machen können. So, dann einmal looten und einmal ans Computerterminal. Die Craft Ranch brauche ich nicht. Answer Call. Dankeschön. Tschö. War das schon alles an Loot? Ich fürchte ja, Mensch, nicht sehr viel hier. Na, da vielleicht noch, oder? Nee, ist einfach... Da ist ein Stash. Okay, die sind nicht superior, sonst hätte man vielleicht schon tatsächlich die Story-Quest machen können. Ah, hier ist ein Quest-Symbol dran, das heißt, eins davon haben wir schon. Das andere war... was ist denn das? Weiß nicht, warum da ein Ausrufezeichen dran steht. Ist bestimmt nicht so wichtig. Finden wir irgendwann anders raus. Okay, das eine haben wir für die Quest schon. Das andere nicht. Das ist Pech oder Glück, je nachdem.
Wollen wir mal ein bisschen was wahrscheinlich. All und Stash. Okay, links ist Stash, das ist weird. Move to Stash. Machen wir das einfach mal ein bisschen. Kann nicht schaden, ein bisschen mehr Platz im Inventar zu haben. Boah. Boah. Keine Ahnung, was ich hier mache. Wird schon passen. Solange es keine ausgerüstete Waffe oder so ist. Oh, Bögen haben wir eigentlich auch jetzt genug. Hunter Grip. Beastmaster Shotgun. Haben wir noch alles, was ausgerüstet ist? Inventar. Sieht so aus. Shotgun. 110. Und wir haben Beastmaster auch mit 110. Boah, das macht jetzt keinen effektiven Unterschied. Na gut. Na gut, irgendwo ist hier eine RDA-Facility in der Nähe. Kann man ja gleich sehen. Hier ist natürlich auch noch so eine schöne Blume, die mir ein Ancestor-Skill gibt. Wir sind ja jetzt durchaus mobil, vor allem was das Vertikale angeht. Oh, mein Ikran hat sich im Busch getarnt. Auch nicht verkehrt. Sehr klug, das Tier. Sehr klug. So, dann wollen wir mal. Ja, höre ich ja auf zu schreien. Habe ich den Wegpunkt richtig gesetzt? Halbwegs, würde ich sagen. Wie ist der denn entglitten? So, jetzt ist er drauf. Bin ich da echt noch verrutscht? Ich schätze mal, die sind irgendwo da oben drauf. Eher auch interessant zu erfahren, was denn hier das Limit ist. Also das Höhenlimit. Hoffentlich über den schwebenden Inseln. Ich kenne Spiele, die haben das auch ein bisschen anders teilweise gelöst. So, sehen wir die Ancestor-Ding irgendwo. Unten links wird mir was angezeigt. Hey, hey, hey. Ja, irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Eher mit dem Skill. Eher mit dem Skill. Komm schon. Ich sehe doch ab und zu. Der Trigger war gerade nicht so triggerfreudig. Sehr schön. Was haben wir denn? Drop Impact. Boah. Performing a melee attack V while airborne will cause additional damage. The higher your speed in the air, the higher the damage bonus up to 3 times at usually seines typischen Maximalwerts. Na gut. Und wenigstens 2 Skillpunkte gab das. Das freut mich wiederum. So, was haben wir hier noch? Weiß immer noch nicht ganz, was das hier sind. Da ist Belchbrick. Sind das die Punkte vielleicht einfach die Samen? Haben wir eine Legende? Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht so wichtig im Moment. So, wir haben, glaube ich, irgendwo eine Hauptquest. Ah, Meal and a Memory war es definitiv nicht. Schauen wir mal, Quests. Those who guide us. Level 5 braucht man dafür, das sind wir schon. Meet Etuva on Storyteller Stone. It's one of the floating mountains covered in purple trees. Das klingt fancy, aber ein Questmarker wäre dann doch sehr hilfreich. So, Map. Kann doch nicht sein. Ah, da war einer. Da war ein Questmarker. Da ist auch was Purple. Those who guide us. Das ist doch richtig. Wegpunkt ist drauf. Hin mit dir, mein Ikran. Vielleicht kriegen wir hier noch einen spannenden Luftkampf. Hui. Mensch, von hier sieht das aber auch toll aus. Frag mich, was nachher dann da bei der Berglandschaft da in dem Bereich ist. Sehr schön. Ah, das sieht doch richtig aus. Purple Trees. So, schön langsam, schön langsam. Ich glaube, da ist er ja schon. Schön langsam. Landen. Ach, eine grandiose Mechanik ist das. Hallo, bin angekommen. Wieso ist jetzt Nacht? Your Ikran is fierce and proud. It saw a kindred spirit in you. Your father refused to help. They all did.
Doesn't matter what I say, they still see me as my father's daughter, not as the Sahik. You are all he has left. I am more than my mother's shadow. She loved this place. When I was a child, we'd fly here together, her holding me tight on her ikran. We'd lay down here. And tell each other stories about the stars. I felt so grown up then. She made you feel important. It was the stories of the Kinglor I loved most. Das klingt doch eigentlich nach einer ganz guten Mutter. They stole them from you. All the Sky People have taken. My mother saw how their hearts are ruled by ignorance and greed. She stood up and was cut down, dying with Sky People metal inside her. Ouchie. We never spoke of the resistance after that. Your father thinks the price of fighting them has been too great. Will be too great. If we do not fight, we will lose everything. Das ist richtig. We did not want war. But they have made us warriors. We must bring the fight to them. Bin ich eigentlich voll ihrer Meinung? Was stehe ich hier noch so dämlich rum? Los! Wir müssen die die Ballons kaputt machen. Hey Priya, there's something happening in the air here. A signal from these strange devices. Those RDA aerial thingies? Huh. It's disturbing the King Lord and their food cycle in the rainforest. If we help the King Lord, we help the Aranahe. Hey, can you scan one? I'll try to find out what they do. Ja, krieg mal hin. So, wo sind die Locate RDA Aerial Devices? So, das war doch gleich in der Nähe, oder? Weg mit dem Wegpunkt. Pushing Back, da sind sie ja. Und da fliegt man auch hin. Vielleicht findet man ja noch was Schönes auf dem Weg. Mensch, ist das neblig geworden. Vielleicht sollte man da... Kann ich hier eigentlich eine Zeit warten? Ach, das geht hier nur um Lagerfeuer in dem Spiel. Ich habe vergessen. Hab mich wieder dran erinnert. Oh, was war das denn für ein Glitch? Hier kann ich natürlich auch scannen. Ah, sieht nicht nach was Interessantem aus auf dem Berg. Schade eigentlich. Na gut. Vollspeed voraus. Ach, da sind sie schon, die Aerial Devices. Hat mich gerade eine schöne Blume abgelenkt. Ja, dann wollen wir hier mal ein bisschen Chaos machen. Also zumindest erstmal scannen und dann Chaos veranstalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich groß näher komme. Ja, ein bisschen schon, aber ich brauche einen zweiten Gang bei dem Flugbee hier. Oder einen dritten. Oder so eine Lachgaseinspritzung. Kann ich doch bestimmt nachrüsten. So, dann einmal gescannt. Priya, bin zu weit weg. Okay, there should be somewhere to scan, like a control panel. That should reveal the power source. Jo, dann tracken wir mal die Quest. Landen hier schön drauf. So. Das ist doch ziemlich straightforward hier. Keine gute Security. Ah, da ist ein Flughelikopter und da sind ganz viele Flughelikopter. Ich hole meine Schrotflinte schon mal raus. Wie muss ich die jetzt... Die Power Source, soll die in der Nähe sein? Soll ich die nicht einfach kaputt machen? Ich glaube, ich muss das einfach kaputt machen. Ja, geh mal in die Luft und schieß uns von da aus platt. Die hat uns ja gewarnt. Entschuldigung.
Hat das jetzt was gebracht? Ich würde sagen, das war effektiv. The balloon is down. Sind mir ein bisschen zu begeistert. Talon, can you? It's like a whole network of signals pinging off each other. Talon, just let me know if that signal gets any weaker, okay? Oh, okay. I'll let you know. There are so many of these things, even beyond the rainforest. We should take down as many as we can. Ist ja gut. Funktioniert das, wenn ich mich hier runterstürze und meinen Ikran rufe? Komm schon. Mist. Ah, wunderbar. Glaub, so soll man das auch machen. Doch, natürlich. Die Menschen sind ein bisschen komisch. Komm schon, Schrotflinte lad nach. Sehr gut, sehr gut. Muss ich aber bei jedem Ballon da hingehen und den Scheiß kennen? Ich finde ihn nicht so gut. Oh Mist, schieß doch. Barrel Roll. Z für Heilung. Heilung. Sehr gut, bin geheilt. So, erstmal wieder nachladen. Das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch hier lade ich gerne mal nach. So, einmal. Einmal Schaltkreis hacken. Und zumindest hat man nicht viel Zeit für diese einfache Linie. Gab es da nicht noch ein zweites? Ah, okay, das war nur das eine hier. So, dann wollen wir mal drauf schießen, bis es Feuer fängt. Und dann rein in die Luft. Ist das nicht schön. Und jetzt werden wir von den Debris getroffen. The RDA side of the stone pillars. Atua is there now. Do you think, are you going to fight the humans there? They won't make it easy, Daylan. Was sind die gerade so menschensympathisierend? So, da gibt es auf jeden Fall noch drei Stück insgesamt. Wollen wir mal schauen, dass wir die erwischen. Habe ich nicht eine Beißattacke oder sowas? Das wäre sehr hilfreich. Oh, ach, eine Barrel Roll. Dankeschön. Ich glaube, auf die Rotoren ist besser, oder? Na gut, ausweichen war auf jeden Fall ein sinnvoller Skill. Zeitlupe wäre der nächste Skill, den ich mir wünschen würde. Hey, lass das mal. Oh, das kann doch nicht sein. Bin doch so schön ausgewichen in dem Moment. Nein. Her mit dem Ikran. Bin draufgegangen. So, weiß zwar nicht ganz genau warum. Bin da so. Wo müssen wir denn hin? Wieder zum Wegpunkt. Ist jetzt alles verloren. Das kann doch nicht sein, dass ich die ganzen nochmal abstürzen lassen muss. Das sieht da auch so aus, als ob da welche wären. Wo sind wir denn überhaupt? Da. Und wo müssen wir hin? Overlock South Rising Spires. Wo sind denn jetzt wieder South Rising Spires? Northwest of the Oil irgendwas Extractor. Hier. Wegpunkt hin. Wegpunkt ist da. Okay. Zumindest der ist noch in der Luft.
so. Ich glaube, die Schrotflinte war wirklich am effektivsten da. Die haben auch unterschiedliche Hälfte-Helikopter gefühlt, weil die ersten, die wir begegnet, denen wir begegnet sind, waren relativ schnell down. Okay. Ganz ruhig, mein Ika. Na gut, das hat ja auch irgendwie was gebracht. So, dann nochmal hacken. Hacken, hacken, hacken. Boah. Ah, ich bin unten. Ich dachte, ich wäre oben. So, dann wieder von Entfernung nehme ich an. Erstmal nachladen. Hab nachgeladen. So, komm hier, mein Ikran. Hui. Schön explodiert ist das. Einfach schön explodiert ist das. Hat mein Ikran wieder Hunger? Es geht eigentlich. Fortune Fruit. Ja, warum nicht? Hat ihm wohl geschmeckt. Ah, ich kann auch einfach das mounten. Das ist dann natürlich schön. Dann ist er schon in der Luft. Sonst ist das ja ein bisschen Tierquälerei. Ups. Ach, du landest. Na gut. Wie ist dir beliebt? Also auf das Minispiel könnte ich hier echt verzichten. Einmal ist ja gut, aber dann... Schnell weg hier. Ui. Ikra? Okay. Auch gar keine Explosion diesmal gehört. Was atmet denn mein Charakter so schwer? Passt doch alles. So, zwei Ballons sind noch. Da hinten ist auch so viel in der Luft. Ich glaube, irgendwas muss ich noch machen. Das kann ja nicht alle Quests sein, hier einfach die Ballons kaputt zu machen. Stand ja da, wir müssen irgendwem joinen. Ich dachte, ich hätte es hier gesehen. Oh. Hätte ich gar nicht so weit laufen müssen. So. Richtige Waffe natürlich auswählen. Schnell weg hier. Hui. Ah, da gibt es auch noch welche. Was ist denn eigentlich die Questbeschreibung und viel wichtiger, warum ist sie nicht gepinnt? Ist sie? Join Etuwa on the Overlook South of Rising Spires, waiting for me near the outpost ready to attack. Northwest of the Hydro Oil Extractor Alpha Outpost. Das ist ein Name, der von der Zunge geht, aber ich würde sagen, da müssen wir dann tatsächlich hin. Das heißt, wo wartet die? Hier. Wegpunkt ist gesetzt. Dann auf zum Wegpunkt. Und mal den Helikoptern ausweichen. Will jetzt nicht eins nach dem anderen von den Dingern hier runterholen und dann bringt das gar nichts. Oh, wir werden gleich attackiert. Gar nicht gesehen, dass da eins ist. Mensch, der Heli weicht aber auch schnell aus. Vielleicht mal eine andere Waffe. Oh, ich brauche mehr Nachladegeschwindigkeit. Sehr schön. Komm schon. Weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen ja hier jemanden angreifen. Mensch, das sieht echt polluted aus hier. Ah, da ist er ja. Da brauche ich jetzt auch keinen Wegpunkt mehr für. So, mir wurde gesagt, sie wartet irgendwo hier, wahrscheinlich auf einem Hügel. Denke ich mal. Wieso wird es nicht dauerhaft eingeblendet? Rating for me near the outpost ready to attack. Nordwest. Was ist denn jetzt wieder Nordwesten? Hier irgendwo da, wo ich bin. Da!
einfach mal scannen. Dann klappt's ja. Total unauffällig, wenn hier so ein Ikra nah ranfliegt. Oh, ist ja gut. Ist ja gut. Dann wollen wir mal ganz sanft landen. Schön unauffällig. Schwer zu übersehen. This will be their last flight. Today we finish what they started. Let their ashes shroud the sky. I will throw their fire. Okay, und was mache ich? Nehme ich die Basis auseinander? Das kriege ich hin. So, aber ich denke mal, da haben wir was zu tun für nächstes Mal. Das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.